Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Stick War Legacy. Ja, heute will ich euch zeigen, wie ich im Turnier sehr oft schon gewonnen habe. Dazu gehen wir mal kurz zu Skins. Es ist nützlich, von allen die Blätter-Skins zu haben. Das sollte wirklich kein Problem sein. Ich glaube, die sind 25 Juwelen wert oder so. Und dann solltet ihr im Turnier, ich wähle mal kurz irre aus, auf jeden Fall den Riesen haben. Sie blockieren dann jeden dritten Treffer. Kosten 25% weniger, das ist sehr viel, und können doppelt so schnell gebaut werden. Das ist auch sehr wichtig. Also was ihr dafür braucht, ist nämlich folgendes. Ihr braucht mindestens 9 von diesen Kronen. Ihr seht, ich habe schon einige hier. Ich habe 16 Stück. Jetzt holen wir uns die 17. Und fangen wir auch gleich an. Wir gegen Root. Oder Ruth. Dann haben wir noch Zayn, Wynn, Willow, Cruz, Sydney, Crazy J und Wesley. Okay, Crazy J und Wesley sind die größten Gegner hier. Vor allem Crazy J. Aber fangen wir erstmal an mit Ruth. Okay, super Deathmatch. Fangen wir gleich an mit dem besten von allen. 25 Punkte haben wir. Da machen wir gleich mal das hier alles. So, zum Sichergehen. Und noch das da. Ich empfehle euch immer alle Punkte auszugeben. Egal wofür, wenn ihr selbst alles habt, bis auf das hier, macht es trotzdem. Es kann euch irgendwann den Hals retten. So, fangen wir mal an. Super Deathmatch. So, wir brauchen 6 von denen, 1 von denen und 7 von denen. So, 6 Bauarbeiter, 1 Riese und 7 Bogies. Dann übernehme ich mal gleich den Riesen und mache schon mal ein paar Schaden. Und das machen wir die ganze Zeit. Immer 7 Bogies und 1 Riesen. So, da kommt schon der nächste Riese. Es lohnt sich natürlich immer ein bisschen mitzuzählen. Ja. Jetzt haben wir schon einige Bogies. Wir brauchen noch ein paar mehr. So, dann noch ein paar Bogies. Und jetzt warten wir noch auf den vierten Riesen. Ich glaube, in der nächsten Runde könnte ich das noch ein bisschen besser erklären. Denn jetzt ist hier ein bisschen viel Hektik drin. Auf jeden Fall empfehle ich euch, auch mal die Riesen mitzusteuern. Die machen nämlich ziemlich viel Schaden, wenn ihr sie steuert vor allem. Und auch diese Erdbebenattacke oft zu machen, denn damit macht ihr extra Schaden. So, noch ein paar Bogies hinterher. Dann schlagen wir auf die gegnerische Statue ein. Ihr seht, alle anderen machen nur 50 Schaden und ich habe 100 Schaden gemacht. Und da geht die Statue kaputt. Ja, das erste Mal haben wir schon gewonnen. Gegen Ruth. Als nächstes kommt Zayn. Goldrausch, okay, schon wieder so eine spezielle Sache.
Also bei Goldrausch, da braucht man eine etwas andere Taktik. Auf jeden Fall erstmal die hier voll, die hier voll, die hier voll. Also die beiden auf jeden Fall. Und dann vielleicht noch so eine Krone. Und jetzt macht ihr Folgendes. Erstmal Rückzug und vier Schwertzaun ausbilden. Sobald die fertig sind, geht ihr direkt auf Angriff. Es ist nämlich so, hier kommen schon die ersten paar Truppen raus und wir müssen die überrennen. Ja, wir müssen einfach die Oberhand haben. Ihr seht, der ist tot. Und die müssen sich jetzt hier ziemlich viele Bergarbeiter krallen und natürlich auch töten, damit wir so einen kleinen Goldvorschuss haben. Es gehen jetzt schon ziemlich viele drauf. Und es wäre gut, wenn nur zwei hinten ankommen würden. Na komm schon. Ach, schade. Gut, ziehen wir uns noch ein bisschen zurück. Die gehen hier schon wieder nach hinten. Und ja, da gehen wir direkt wieder auf Angriff. Machen unseren ersten Riesen. Und vier Bogies. Okay, Rückzug. Da ist der Riese. Und dann gehen wir jetzt mal auf Verteidigen. Und komm schon, letzter Schlag. Gehen wir weiter nach vorne. Und da sterben sie alle. Ja, der Gegner, also Zane, hat jetzt nur diese zwei Bergarbeiter. Und die mache ich natürlich auch noch platt. Auch mit der Sprungattacke, Attacke. Die ist ja ziemlich nützlich. So, keine Bergarbeiter mehr. Nur noch diese paar Truppen hier, die ausgegeben wurden. Nebenbei immer wieder ganz viele Bogies machen und auch einen Riesen. Ja, ich könnte jetzt schon angreifen, mache ich aber noch nicht, denn ich würde gerne eine volle Armee haben. Der kommt gar nicht richtig an mich ran. Das ist ziemlich gut. So, machen wir einfach die ganze Zeit weiter. Der kommt auch nicht an mich ran. Ja, okay, immer wieder kriegen sie einen Schlag raus, aber mehr auch nicht. Der hält aber auch ganz schön viel aus, der Sperrton hier. Nächster Riese. Und im Grunde seht ihr das gar nicht, aber im Hintergrund baue ich mir meine Riesenarmee gerade auf. So, ich glaube, den muss ich gleich opfern. Jedenfalls haben wir hier schon eine Riesenarmee von dem ganzen Gold. Und ich glaube, ich bleib doch mal lieber vorne, ja, weil sonst das hier passiert. Ich gehe mal auf Angriff. Die haben mir hier einen Bergarbeiter weggenommen. Und jetzt verliere ich natürlich noch mehr Leute, dooferweise. Und der Riese ist weg. Ja gut. Dann wieder ein bisschen Rückzug. Das ist halt ein bisschen doof bei Goldrausch. Ich mag Goldrausch nicht so. So, wieder nach vorne schicken, damit sie die Gegner platt machen. Und wieder zurück. Also ist die ganze Zeit so ein Hin und Her. Aber wir sammeln ja schön viel Gold. So, mir fehlt ein Platz, um noch einen Riesen zu bekommen. Den hätte ich nämlich gerne. Oh, den habe ich schon. Für den Rest machen wir einfach noch ein bisschen Bogies. Ja, die paar. Auf die paar kommt es jetzt auch nicht mehr an. So,
Greif mal an. Machen sie jetzt alle einfach platt. Ah, der ist hier hinten hängen geblieben. Dann helfe ich mal ein bisschen nach. Ein bisschen schneller nach vorne. So, auch mit draufschlagen. Wir machen natürlich nicht so viel Schaden. Weil die nur sehr niedrig gelevelt sind. Ja, das war's. Da haben wir auch schon Zane erledigt. Ich hoffe, wir kriegen noch so ein klassisches raus. Ja, Crazy J hat Wesley locker platt gemacht. Crazy J ist so ein echt schlimmer Gegner. Barrikaden. Okay, das ist ganz okay. Es ist halt nur diese Barrikaden noch zusätzlich. So, das machen wir alles bei 15 Punkten, normalerweise, nicht bei Goldrausch. Da lassen wir halt Statuengröße und Burgbogenschützen weg, weil wir es eigentlich nicht brauchen. Dann beginnen wir endlich mal mit dem klassischen Teil. Drei Bergarbeiter und gleich kommt natürlich auch noch der vierte. So, vierter Bergarbeiter, damit haben wir insgesamt 6. Das wäre ganz nützlich. Und dann machen wir auch gleich mal, wie der Gegner mit, helfen den Bergarbeitern, hier das Gold abzubauen und warten dann auf unseren ersten Riesen. Na komm schon, ich will wechseln, aber klappt nicht. Dich da. Den da wollte ich haben, aber der wollte nicht. So, erster Riese. Ein Bogie, zwei Bogies, drei Bogies. Dann vier Bogies. Damit hätten wir schon mal 4 von 7. Fünf, sechs Bogies. Und 7. Jetzt warten wir wieder auf den nächsten Bogi. Ich schnapp mir mal kurz den Riesen hier. Weil die Erdbebenfähigkeit schon was Besonderes ist, würde ich sagen. Man kann damit hinter die Mauer schlagen. Ja, das ist schon ein bisschen bescheuert. Und man kann auch so hinter die Mauer schlagen mit dem Riesen. Also es ist schon ein bisschen verbuggt das Spiel. Das sollte eigentlich so nicht funktionieren. Aber gut, dann schicke ich noch mein Erdbeben hinterher, damit die mich ein bisschen in Ruhe lassen hier. So, 3 Bogies haben wir schon. 4. Bogie. Und es geht eigentlich die ganze Zeit so weiter. 5. Bogie. 6. Und, na komm schon, wo ist der 7.? Da ist der 7. Okay, hier werden nur Schwertzorns ausgebildet. Ist nicht so klug, weil die dann alle gar nicht angreifen können. So, 3. Riese ist auch da. Und 1. Bogi. Ist schon eine ziemlich gute Taktik, würde ich sagen. Ich mag sie sehr. Ihr seht, ich habe auch schon eine ganze Menge Trophäen damit bekommen. Kronen, nicht Trophäen. Und jetzt habe ich vergessen zu zählen. Egal. Bis 39 muss ich mir noch Bogis holen. Also noch ein. Und dann kommt der letzte Riese und der letzte Bogi. Mal kurz rüber gucken. Ja, hier passiert nicht viel. Ein Magier ist dazu gekommen.
Ansonsten nichts. Ich versuche das auch hier möglichst ohne diese besonderen Gegenstände zu machen. Wenn ich besondere Gegenstände nutze, fühle ich mich irgendwie so wie so ein Cheater oder so. Ich weiß nicht, es ist natürlich im Game drinne, aber wenn ich das auch ohne kann, dann ist es halt auch irgendwie garantiert, dass ihr es auch schaffen könnt. Deshalb benutze ich nicht sowas wie Bergarbeiter-Schub. So, nochmal mit dem Riesen vorgehen. Zwischenzeit noch die letzten paar Bogies ausbilden. Alle einmal nach hinten werfen, um sie kampfunfähig zu machen. Ich glaube, ich muss angreifen, ja. Ich muss angreifen. Meine Armee ist voll. Und dann machen wir sie jetzt mal fertig. Nochmal diese Stampfattacke. Und jetzt werden natürlich die ganzen Pfeile geschossen. In dem Moment gehe ich oft nach hinten und stelle mich dann über die Bogies drüber, damit ich den größten Teil vom Schaden einstecken kann. So, schlagen wir darauf ein. Die Erdbebenfähigkeit natürlich immer wieder nutzen. Jetzt gerade macht sie halt keinen zusätzlichen Schaden oder so. Aber egal. Und da geht die Statue kaputt. Ja, so schnell geht's. Wir sind im Finale gegen Crazy J. Deathmatch. Oh Gott. Mental vorbereiten. Okay, mentale Vorbereitung ist fertig. Los geht's mit dem Deathmatch. So, Schwertzorn auch. Deathmatch geht los. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, reicht nicht mehr. Okay, schnell gucken, wie weit ist Crazy J, nicht besonders weit. Deshalb schnappe ich mir den Riesen. Schnapp mir den Riesen und halte den gegnerischen Riesen ab. Ich muss ihn abhalten, sonst könnte es eng werden. Und er macht ziemlich viel Schaden, was mich sehr stört. Oh Mann. Ja, es wird schwer. Es wird schwer. Gegen Crazy J kämpfen, vor allem auf Irre. Ist besonders schwer. Oha, da ist gerade meine Tür vom Wind zugegangen. Okay, das war's. Ich muss auf Angriff gehen. So, die Gegner kommen wieder auf Angriff. Bei Crazy J, wirklich, ich bin gerade voll im Adrenalinrausch. Bei Crazy J muss man immer gut aufpassen. So, die beiden Riesen kommen. Wir müssen Crazy J einfach komplett vernichten. So, wieder zurück in die Verteidigung.
um die letzten paar Truppen zusammen zu sammeln. Und da kommen die gegnerischen Truppen auch schon. Und Attacke. Jetzt, wo alle in einer Reihe sind. Alle müssen angreifen. Mit Crazy J ist wirklich nicht zu spaßen. So, schnell noch ein paar Schläge auf die Statue. Ja, ich habe ein paar seriöse Skills geschafft, kurz bevor die gegnerische Armee gekommen ist. Ha, wir haben es geschafft. Ich habe die ihre Krone gewonnen. Und ja, damit ist die Folge auch vorbei, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.